Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Holland. Drückt auf Pause, wenn ihr euch die Ausstellung ansehen wollt. Ja, das letzte Spiel war ja Dramatik pur. Deswegen denke ich, dass das auch noch Dramatik sein wird. Und jetzt geht's los. EA Sports präsentiert den deutschen Fußballbund mit gegen Holland oder die Niederlande. Manchmal sitzt du ja wie hoch im Storchennest. Olympiastadion. So richtig schön nah dran und wir hoffen, das wirkt sich auch auf den Kommentar aus. Ja, das gab es ja schon in der Europameisterschaft, also das Spiel. Und da haben die Deutschen. Jetzt ist die andere Mannschaft im Ballbesitz. Mach was. Nein, haben die Holländer den Kürzeren gezogen. Also hat Deutschland gewonnen. So. Da freut aber sich der Trainer. Vielleicht geht das hoffentlich ja auch so aus. Ich hoffe es. Genug! Landkreuz! Damit hat er niemals gerechnet, der Torwart. Ich dachte auch, das geht Meter drüber, aber da geht er mal ein Platzkreuz. Und der wäre drin gewesen, weil der Wurm, so heißt der Torwart, das weiß ich, hätte dann niemals noch dran kommen können, weil er hat gesagt, dass der Ball weit drüber geht. Ja, also wäre das Ding drin gewesen. Schade. Erste richtig gute Chance von Ilkay Gündogan. Was macht Holland? Emanuelsson. Klasse gespielt! Neuer! Auch richtig gute Chance! Schneider, nächste Möglichkeit. Ein Pass vom Feinsten. Schweinsteiger groß. Kommt nur einen Schritt zu spät. De Jong, Gündogan. Ein wunderschönes Wesley Schneider. Peter attackiert. Oh, stark. Und der Angriff wurde Schmidt gestoppt. Draxler. Einmal durch. Groß. Toni Groß. Pfosten. Zweites Aluminium. Pech für die Deutschland. Das war auch eine gute Möglichkeit von Holland, aber ich finde, ich bin bislang die bessere Mannschaft. USA, vier Geber. Emanuelsson. Willems. Willems. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Muss er doch feiern. Und Einwurf. Müller. Groß. Toni Kroos. Wird der Trainer zufrieden sein? Willems. Willems. Auf Ibrahim Ablai. Ablai und Müller. De Jong kann den Ball nicht richtig stoppen und Gündogan kommt da fast hin. So, ich muss mich besser falten. So, gut geklärt von Müller. Gündogan. Das ist groß, gute Aktion. Draxler. Draxler, der macht da gut nass. Julian Draxler. Habe ich das Vertrauen, volle Vertrauen gegeben? Junge, ganz junge linke Seite. Kann, das ist eine gute Position. Die rechte Seite mehr auf Erfahrung. Und der Sturm sowieso groß. Klose! 1:0, das ist Tor! Miroslav Klose! 1:0, 21 Minuten. Es ist verdient, sage ich. Zweimal Aluminium Pech und dann die Führung. Jetzt aber ein bisschen sicherer. Gündogan defensiv. Ich mal ein bisschen nach hinten stellen. Ich will mich jetzt nicht nur hinten reinstellen. Wunderbar, aber ein bisschen defensiver können wir schon spielen, damit dann nicht. Und der Schiedsrichter hat mir da ein bisschen in die Karten gespielt, weil er da dazwischen gekommen ist. Müller. Müller. Müller! Das ist unglücklich, aber das ist es nicht! Ja, ich hätte es auf Schwein spielen können. Jetzt sieht man so mal, ah, da ist Schwein nicht so, ja. Dann hätte er freie Schussbahn gehabt. Scheiße. Aber auch wieder große Chance. Da hat sich irgendwer verletzt. Das ist Schmelzer. Warte. Nee, doch nicht. Hä? Wieso war der denn da? Der ist von ganz weit hinten gekommen. Das habe ich gesehen. Muss ich nochmal gucken, wenn ich mir das Video ansehe. Ja, groß.
ein großer Mann. Der Angriff ist schon wieder weg. Klare Sache, Einwurf. Müller. Hacke, Trick. Hacke, Spitze. 1, 2, 3. Draxler. Schade. Aber der gefällt mir gut. Der Julian. Boah. Mit. Miro Klose. Klose bringt den Ball auf Groß. Kommt, dann ist er Müller. Zur Stelle. Müller. Und das ist gute Flanke, Klose. Schade. Robben. Schmelzer. Dazwischen. Gibt Einwurf. Arjen Robben den Ball. Robben. Die Situation. Oh hat er Mann. Wollte mir den Ball holen, dann habe ich B gedrückt und das ist auch gleichzeitig schießen. Ja, und dann hat er geschossen. Das ist schlecht. Klose. Ah, die kommen nicht durch bislang. Nur einmal. Und das war dann so ziemlich gefährlich. Philipp Lahm hat Lahm. Den Ball. Blindes Verständnis. Müller. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Groß. Ah, Gündogan muss da durchlaufen. Ja, da muss er ganz komplett durchlaufen. Entweder ganz oder gar nicht, sag ich dazu nur. Ich dachte jetzt, er läuft komplett durch und dann wäre er da, glaube ich, sogar dran gekommen. Und dann hätte er ja gut Schusschance gehabt. Also, Wesley Sneijder. Es ist natürlich nicht so gut. Wieder Thomas Müller. Auf Klose. Ja, das könnte was werden. Jetzt ist Gündogan aber da. Draxler, den nimmt er gut mit. Julian Draxler! Nächste Chance. Oh, wie ich hier mit meinen Chancen umgehe. Das kennen wir schon aus einem Spiel. Guck da, der rechts stand auch ganz weit. Der Rechtsverteidiger Lahm, der stand auch ganz weit rechts. Das ist mir aufgefallen, aber er ist nicht verletzt. Das ist ganz komisch. Ablei. Leon. Oh! Und klasse dazwischen. Batschuber. Auch. Schmelzer. Gute, gefährliche Chance. Draxler. Draxler, der eben auch eine Möglichkeit hatte. Draxler. Gündogan, gut mitgenommen. Aber... Jetzt kann die Flanke kommen. Schade. Kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Aber der muss groß haben. Ah, schade. Muss auch ein Stück zurückgehen, sonst... Arjen Robben den Ball. Da dran gekommen, Schmelzer. Robben, ganz optimistisch. Keine Chance, werde ich das. Ja, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Also bis zum nächsten Part. Dann zur zweiten Halbzeit.